Das heißt, mein Mann ist tot. Das ist auch gut so. Der konnte zu guter Letzt noch nicht einmal mehr alleine sein Wasser abschlagen. Ja. Wir haben in eine Flasche uriniert. Ich mag da gar nicht mehr dran denken. Aber ich spreche auch nicht gerne über Fritz. Meine Ehe mit dem war sowieso ein einziger Witz, ja? Mein Fritz war Straßenbahnfahrer. Ja, Straßenbahnfahrer. Und als es keine Straßenbahn mehr gab, da gab es auch nichts mehr für einen Fritz. Der konnte nichts. Zu blöd, um aus dem Bus zu gucken, mein Mann. Ja. Frührentner. Da hatte ich plötzlich einen Frührentner. Wissen Sie, was das heißt? Der saß den ganzen Tag bei mir zu Hause rum. Ich habe immer gesagt, Fritz, mach doch was, tu doch was, tu doch irgendwas, nur tu bitte etwas, Fritz. Ja, da ist er eines Tages raus in den Garten mit der Motorsäge und hat alle Bäume abgesägt. Meine Herren, ich fand das überhaupt nicht lustig, ja? Meine schönen Pflaumenbäume waren das. Und alles ohne ein einziges Wort zu sagen. Naja, nach dem Schlaganfall hat der dann gar nicht mehr gesprochen. Dieser Mann hat zum Sterben genauso lang gebraucht wie andere zum Erwachsenwerden. Fürchterlich! Das habe ich dann auch gemacht. Ach, aber ich kann euch sagen, diese Beerdigung, es war sowas von ergreifend. Ach, wir sind da gechuckt auf diesem Friedhof, rein in diese Aussegnungshalle. Alles war ausgeschmückt mit Lorbeer. War fantastisch, man wusste nicht, sollte alte gebraten werden oder beerdigt. Der Pfarrer eine rührende Rede gehalten. Musste natürlich zwischendurch immer ein kleines Schnäpschen nehmen für die Nerven. Sehen Sie das? Ja. Habe natürlich mein bestes schwarzes Kleid mir angezogen. Bisschen Schmuck umgelegt. Man sieht's. Oh mein Gott.
Alles von meinem Fritz. Aber es war ja mein dritter. Ich hatte ja zuvor schon zwei. Nur den ersten, das war ja kein Problem. Den habe ich ganz schwarz angezogen auf die Autobahn geschickt zum Spielen. Das war eine kleine Eigentumswohnung. Na, beim zweiten war es dann schon ein bisschen schwieriger. Der wollte und wollte nicht abgeben. Na, hat Mama sich was einfallen lassen. Schön gekocht und gebacken. Sie hat ein kleines Pilzsüppchen gemacht. Ein Biedermandeldörtchen Rotfleisch mit Wein. Na ja, gut, das war zumindest ein kleines Einfamilienhaus. Aber mein Fritz, ich habe ihn so geliebt. Jedenfalls seine Freunde. Haben Sie auch sowas? Ach, schade. Man ist ja immer auf der Suche. Ach, für Sie würde ich auch Steine schleppen. Aber ein Karat aufwärts. Ach ja, und dann muss er noch weiter erzählen, wie er dann hin an das Grab. Der Sarg wurde runtergelassen, meine Freundin mich ein bisschen gestützt. Sein schönes Blumensträußchen dabei. Ich habe keine Blumen mitgenommen, mein Fritz mochte ja nicht so viele Blumen. Ich habe eine Flasche Wodka und ein paar Fleischpflanzerl mitgenommen. Hab dann meine Fleischpflanzerl und mein Wodka da reingeschmissen, sagt meine Freundin, du meinst du, der frisst und säuft das noch? Sagt er, meinst du, der stellt deine Blume noch ins Wasser? Dann gab's natürlich diese Trauerfeier. Ich kann euch sagen, alles, was Rang und Namen hatte, war da. Wir haben getanzt, wir haben gelacht. Und zum Schluss hat jeder gesungen, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Tschüss.